Party oder keine Party? Das ist hier die Frage. Ist der letzte Abend, Leute. Ich hoffe, ihr seid alle fleißig am Trinken. Party! Wir wollen abgehen. Rüber mit dir. Wir wollen Party, 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 bis die Beauties und Nerds durchdrehen. Ich fühle, dass heute der Tag ist, dass ich einfach peinlich werde. So langsam könnte ich auch in anderen als in Metal-Clubs tanzen. Wie ist es denn so, mit mir zu tanzen? Ist gut. Gefällt mir. Und so ein bisschen anfassen? Ja. Zeig dein Supermove! War ja vorher eigentlich auch nicht so richtig der Party-Typ, aber jetzt... Jetzt wird der Dominik wieder warm. Dominik aus der Hüfte! Unglaublich zu sehen, wie die sich entwickelt haben. Ja, bald steht das D in Dominik für Dancefloor. Wahnsinn, was 2 Wochen raus aus der Komfortzone bewirkt haben. Während meiner Zeit hier bei Beauty and the Nerd habe ich ja das erste Mal überhaupt richtig getanzt. Setti muss noch etwas Auftauarbeit leisten. Und wie fühlst du dich gerade, Chopper? Mega gut. Ich bin jetzt nicht so gerade krasse Party-Animal-Typ, würde ich jetzt sagen. Wenn die gute Musik kommt und ich sie fühle, dann kann ich auch mal abgehen. Tja, es hat sich nichts verändert. Alles auf meinem Eisen. Leute, die haben echt gedacht, wir hätten uns verändert. Wie heißt es nochmal? Alles ist gut. Solange du da bist. Wow, Party. Es stört mich einfach. Immer muss man auf die Kleine aufpassen. Ich weiß, dass das nur Spaß ist zwischen Setti und Florian und die können nach der Show machen, was sie wollen. Ich schwöre dir. Ja, das ist mir egal. Ich glaube, mein Ende ist noch nicht in Sicht. I'm sexy and I know it. Whirlpool, das ist so die Area, wo alle auftauchen. Moment mal, an die Setti sehen könnte ich mich auch. Ich möchte mich nicht weiter dazu äußern. Phil Collins. Nein. Ich habe keinen Fußfetisch. Ich nehme, was ich kriege. Der kitzelt mich dann da am Arsch mit seinem Zeug. Dominik! Das hat ihm gefallen, oder? Ach, das war der perfekte letzte Abend hier in der Villa. In diesem Whirlpool geht eine Ära zu Ende. Ich hatte bei jeder Party hier Spaß. Und heute, meine letzte Nacht hier in der Villa, das war auch einer der besten. Florian hat sicher auch schon lahmere erlebt. Ich muss sagen, ich habe den Abend sehr genossen. Muss es Beverly am Ende ausbaden? Also ich hatte immer gesagt, zwischen denen ist nur Freundschaft. Mittlerweile will ich es, glaube ich, gar nicht mehr wissen, was da ist. Finde ich doof von ihm. Ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft vielleicht was zwischen uns laufen könnte. Man gewöhnt sich so sehr daran, mit Leuten zusammen zu sein, da hat man irgendwann keine Lust mehr, alleine zu sein. Der Flo ist ein toller Typ und ich mag ihn gerne. Er soll sich mit mir unterhalten und nicht an Settis Arsch kleben. Zwischen Setti und mir ist immer noch dieses Katz-und-Maus-Spiel ein bisschen. Zusammen? Ja.
glaube schon, dass da Flo mittlerweile ein bisschen Interesse an der Set entwickelt hat. Für sie ist es Spaß und der Florian lässt sich halt mitreißen. Ja, junges Bubi, was soll ich sagen? Wir fokussieren nicht mehr, alles klar. Heute ist heute, mach ich's morgen. Ich habe ihm das schon so oft gesagt, dass ich mich einfach von ihm nicht ernst genommen fühle. Frag auf, was sich das gegenüber wünscht. Da war gar nichts. Mmh. Flo und ich sind 4 Minuten lang zusammen Wasser sparen. Also, da sollen sie sich ja jetzt mal nicht so anstellen. Das finde ich scheiße. Scheiße. Ich bin 29, er ist 24. Mich fuckt das schon ein bisschen ab, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass das Spaß ist, aber irgendwo, wenn ich schon dich darum bitte, 17.000 Mal und dann sowas, anstatt dass du noch am letzten Tag vielleicht Zeit mit mir verbringst. Ja. Gut finde ich das natürlich nicht, dass Beverly mir da so Anschuldigungen macht. Ich würde mir wünschen, dass Beverly das Ganze etwas lockerer sieht. Mehr so, wie ich sehe. Ich bin kein schwanzgesteuerter, primitiver Affe. Nein, bist du nicht. Ich bin weiterhin fokussiert, ich habe weiterhin das Ziel vor Augen. Es wird auch nicht so weit kommen, dass wir uns jetzt entzweien als Team. Das Ziel ist ganz klar, bei Beauty Internet gewinnen. Und ich werde morgen mein absolut Bestes geben. Wie ist die Stimmung im Nachbarbett? Ich hatte bis hierhin eine fantastische Zeit und bin gespannt auf morgen. Das sind sie alle. Deshalb bleiben die Nerds über Nacht und fiebern beim großen Finale hautnah mit.